Was genau hat Lottospielen mit dem Abschließen von Versicherung gemeinsam? Und wieso kommt genau hier eine extrem paradoxe menschliche Verhaltensweise zum Vorschein? Erklären kann man das meiner Meinung nach richtig gut anhand des Lotto-Versicherungsparadoxons. Was sich genau dahinter verbirgt und warum das richtig interessant ist, das erfährst du im folgenden Video. Viel Spaß dabei! Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und im heutigen Video geht es zum einen um emotionale, aber auch rationale Verhaltensweisen von uns Menschen und wie paradox wir uns hier teilweise verhalten. Erklären möchte ich das Ganze anhand des sogenannten Lotto-Versicherungsparadoxon. Hast du noch nie davon gehört? Liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Ganze erst vorgestern quasi erfunden habe. Ich habe dazu auch noch nichts im Internet gefunden, also falls du das vielleicht vor mir erfunden hast, dann sag bitte Bescheid, dann korrigiere ich das. Aber für den Moment beanspruche ich das jetzt einfach mal für mich. Was genau meine ich mit dem Lotto-Versicherungsparadoxon? Man kann das auch ein bisschen anders umschreiben, und zwar als Entscheidung unter Risiko. Das heißt ganz einfach, dass du, bevor du eine Entscheidung triffst, schon die Wahrscheinlichkeit kennst, dass ein gewisses Ereignis hier eintreten wird. Zum Beispiel, weil es im Vorfeld objektiv bekannt ist, wie zum Beispiel beim Lottospielen. Das heißt, du weißt ganz genau, wenn du Lotto spielst, ist die Wahrscheinlichkeit so und so hoch, dass du den Jackpot hier knacken wirst. Das ist ganz einfach so, mathematisch kann das errechnet werden. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel, dass man hergeht und nimmt Erfahrungswerte oder Schätzungen her aus der Vergangenheit, um dann halt eine Wahrscheinlichkeit auszurechnen, dass das halt auch in der Zukunft beispielsweise passieren wird. Hier Beispiel eben jetzt aus der Versicherungswelt, die Berufsunfähigkeit. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass du mal berufsunfähig wirst? Kann man ganz einfach auch hier durch Erfahrungswerte ableiten und eine Wahrscheinlichkeit hier angeben. Aber auf was will ich jetzt genau hinaus? Schauen wir uns das Ganze doch mal anhand eines konkreten Beispiels an. Wir haben Person A, okay? Person A weiß, dass in Deutschland jeder fünfte Berufstätige über sein Arbeitsleben hinweg gesehen mal berufsunfähig wird. Das ist sogar noch relativ konservativ. Oft ist es sogar jeder dritte oder jeder vierte, aber wir gehen jetzt einfach von jedem fünften aus, okay? Ist jeder fünfte, das ist nachgewiesen, statistisch gesehen, über sein Berufsleben hinweg mal berufsunfähig wird. Das weiß Person A. Dennoch sagt Person A, nee, ich brauche keine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil das passiert mir nie, so was Schlimmes kann mir in meinem Beruf gar nicht passieren und das ist ganz viel Geld, was ich hier bezahle, was ich zum Fenster rausschmeiße, wenn ich dann eh nie berufsunfähig werde. Den ganzen Spaß spare ich mir halt. Ganz einfach. Ist vollkommen okay. Zu 100% akzeptierbar von meiner Seite aus, denn mein Job ist ja jetzt nicht, jedem hinterherzurennen und zu sagen, hey, die Versicherung ist wichtig, die brauchst du unbedingt, die musst du unbedingt abschließen, sondern mein Job ist es, nach meiner Auffassung zumindest, dass ich zu 100% Wissen liefere, damit es den Leuten dann einfach fällt, eine Entscheidung quasi nach dem bestmöglichen Wissensstand zu fällen, um dann halt zu sagen, okay, die Versicherung brauche ich und die nicht. Das heißt, das ist vollkommen akzeptabel, wenn derjenige dann sagt, okay, ich weiß alles, ich habe alle Infos und entscheide mich, aber dafür die nicht abzuschließen, vollkommen okay. Aber, und jetzt kommt das Paradoxe, genau diese Person rennt jede Woche zum Mittwochs- und Samstags-Lotto, schmeißt 40 bis 80 Euro im Monat fürs Lottospielen raus, obwohl sie ganz genau weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie mal im Lotto gewinnt, bei 1 zu 140 Millionen liegt. Dennoch macht sie es jede Woche viermal oder achtmal im Monat, obwohl sie weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Lotto gewinnen wird, super gering ist. Warum macht das aber dann diese Person? Weil hier Berufsunfähigkeitsversicherung, Wahrscheinlichkeit ist quasi einer aus fünf wird berufsunfähig. Macht sie nicht. Lotto spielen, den Jackpot knacken, die Wahrscheinlichkeit 1 zu 140 Millionen. Aber das wird jede Woche gespielt und wird dafür Geld ausgegeben.
Das liegt meiner Meinung nach daran, dass ein Lottogewinn emotional sehr, sehr positiv aufgeladen ist. Also damit verbindet man extrem positive Dinge, zum Beispiel finanzielle Freiheit, nie mehr arbeiten, Luxus, also wirklich schöne Dinge. Und darauf fokussiert man sich. Auf der anderen Seite hier Versicherung, Berufsunfähigkeit, boah, negativ, möchte ich nicht. Ist mir alles irgendwie nett, das wird mir dann halt auch nicht passieren, weil mein Kopf, der Verstand, hat da gar nicht mehr viel zu melden, sondern es sind einfach nur die Emotionen, die sagen, ach nee, damit möchte ich mich eigentlich gar nicht auseinandersetzen, ich will hier nur den Lotto gewinnen, der hier drüben irgendwo ist. Und genau das ist das Lotto-Versicherungsparadoxon. Das heißt, obwohl mir Menschen wissen, dass die Wahrscheinlichkeiten genau so und so aussehen, tendieren wir trotzdem dazu, etwas mehr zu fokussieren, was wir mit Positiven verbinden, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass das jemals eintreten wird, super gering ist. Aber das andere hier, was vielleicht halt rational gesehen halt echt wichtig wäre, wir emotional eben eher mit negativen Sachen verbinden uns deshalb so ein bisschen davon distanzieren. Und genau, das ist einfach das Thema, was ich jetzt hier in diesem Video ein bisschen rüberbringen wollte, dass ihr halt mal für euch selbst vielleicht feststellt, okay, vielleicht habe ich in der einen oder anderen Situation, handle ich vielleicht eher zu emotional als rational mit Kopf. Und macht es dir einfach mal bewusst und überdenkt das vielleicht mal. Und vielleicht wird dann vielleicht in der einen oder anderen Situation dir das Ganze ein bisschen bewusster und du entscheidest dich vielleicht ein bisschen anders. Und das kannst du übergreifen. Also hier geht es jetzt nicht nur um Versicherung, hier geht es um alles, was irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat und das mit Risiko zu tun hat. Und dass du das hier dann einfach anwenden kannst. Und ja, jetzt am Ende möchte ich euch noch einen weiteren kleinen Denkanstoß mitgeben. Denn, wie gesagt, wir wissen ja jetzt, jeder Fünfte wird in Deutschland berufsunfähig. Das ist Fakt, okay? Aber ganz, ganz wenige knacken halt den Lotto-Checkpot, okay? Jetzt stell dir mal vor, du wüsstest, dass in Deutschland jeder Fünfte, der Lotto spielt, auch gewinnt. Würdest du da nicht auch Lotto spielen? Das ist einfach ein bisschen was zum Nachdenken. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass das Video dir einen Mehrwert liefern konnte. Wenn ja, dann lass doch bitte einfach noch einen Daumen hoch da, da freue ich mich drüber. Und wenn du den Kanal an sich noch nicht abonniert hast, dann, ihr wisst, einfach noch ein Abo dalassen, damit du auch in Zukunft up-to-date bleibst, was das Thema Versicherung angeht. Ansonsten habe ich mich wieder riesig gefreut, dass du eingeschaltet hast. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Servus und mach's gut.